Unser Immunsystem ist ein hochkomplexes Netzwerk aus verschiedenen Organen, Zelltypen und Molekülen. Damit sie alle einwandfrei funktionieren können, brauchen sie bestimmte Bausteine. Und die liefern wir ihnen am besten über eine gesunde Ernährung. Bedeutet, viele Vitamine und Mineralien essen, aber bitte in Form von ganzen Früchten und Gemüse. Denn die enthaltenen Stoffe wirken im Verbund am allerbesten. Deswegen Hände weg von Pillen und Pülverchen. Solange kein spezifischer Mangel besteht, sind Nahrungsergänzungsmittel wirkungslos und vor allem eins: teuer. Insbesondere für das Coronavirus gilt. Egal, was Sie im Internet lesen, es gibt derzeit kein Medikament, kein Süppchen und auch keinen Aluhut, für den eine Wirkung belegt wäre. Essen Sie stattdessen möglichst bunt. Grünes Gemüse, Obst, Nüsse, Vollkorn, Milchprodukte, Fisch und, wenn Sie mögen, hin und wieder Fleisch. Ganz wichtig ist Bewegung. Sie müssen gar nicht ewig joggen gehen. Schon regelmäßig spazieren oder Radfahren ist ein echter Boost für unsere Abwehrkräfte. Gerne in der frischen Luft und an der Sonne, denn das stärkt die Schleimhäute und kurbelt die Vitamin-D-Produktion an. Außerdem vermeiden Sie Stress. Der ist pures Gift für unser Immunsystem. Und schlafen Sie 6 bis 9 Stunden jede Nacht. Die absolut ultimativen Tipps habe ich mir für den Schluss aufbewahrt. Hände waschen und Abstand halten.